Mein Name ist Thorsten Butsch und ich erzähle jetzt etwas zum Thema Licht und Schatten. Betrachten wir ein Experiment. Wir haben hier zur rechten Seite eine Wand bzw. Schirm. Wir haben hier einen Gegenstand und hier die Lichtquelle. Wenn wir nun die Lichtquelle einschalten, zeichnen wir zwei Lichtstrahlen, jeweils beginnend im Kreuz des Lichtquellensymboles. Beide Lichtstrahlen berühren den Gegenstand und treffen auf den Schirm bzw. die Wand. Diese beiden Lichtstrahlen sind später die Randstrahlen unseres Schattens. Wenn wir das Ganze nun ausmalen, so sehen wir, dass hinter dem Gegenstand ein Bereich ist, in dem kein Licht vorhanden ist. Dieser Bereich ist der Schatten. Doch wie sieht das Ganze mit zwei Lichtquellen aus? Dazu nutzen wir die unausgemalte Zeichnung von eben und zeichnen eine zweite Lichtquelle hinzu. Zur Einfachheit habe ich diese Lichtquelle mit roten Lichtstrahlen ausgestattet. Diese Lichtstrahlen beginnen wieder im Kreuz des Lichtquellensymboles und berühren den Gegenstand, bis sie dann auf dem Schirm bzw. Wand auftreffen. Wenn das Ganze nun ausgemalt wird, so sieht man, dass wir jetzt drei Schatten haben. Wir haben einmal diesen Schattenbereich, in dem das Licht keiner Lichtquelle eindringt, also kein Licht. Dann haben wir hier oben einen Bereich. Dieser Bereich erhält kein Licht dieser Lichtquelle, der roten Lichtquelle, aber das Licht der orangenen Lichtquelle gelangt hierhin. Und wir haben diesen Bereich. In diesem Bereich kommt kein Licht der orangenen Lichtquelle, aber es kommt Licht der roten Lichtquelle. Bereiche, in denen kein Licht eintritt, nennt man Kernschatten. Die Bereiche, in denen das Licht mindestens einer Lichtquelle eintritt, aber natürlich nicht aller Lichtquellen, das ist der sogenannte Halbschatten. Fassen wir nochmal zusammen. Lichtstrahlen starten im Kreuzmittelpunkt des Lichtquellensymboles. Die Randstrahlen bzw. Lichtstrahlen zeichnet man als nächstes. Diese sollen den Gegenstand berühren. Der Bereich ohne Licht nennt man Schatten. Wenn man mehrere Lichtquellen hat, heißt der Bereich Halbschatten, wenn er von mindestens einer Lichtquelle beleuchtet wird. Der Bereich, in dem keine Lichtquelle leuchtet bzw. hinleuchtet, nennt man Kernschatten.